Scheibe, Cypress, Camera, Steady, got it, upload ready. Hab es, top es, geht es, Lenny, muss gehen, was ich seh, understand me. Was bedeutet etwas, wenn mir niemand zusieht und es deutet? Nichts passiert für mich allein, meine Camp fängt mich nie ein. Was erleuchtet meinen Sarg mit meiner Freude, meine Freude? Turn in meine Gruppe rein, send Request, ich lade dich ein. Geh offline, sag mir Mama immer mehr, kein Bock, nein. Offline leveln viel zu schwer. Meine Face, kein Bock, denn online bin ich ein Held. Geht's ab in meine Welt. Hier mein Waffenarsenal, VPN und Fake-Profil. Meine Hauptbeschäftigung, ich mach von allem viel zu viel. Snap it, post it, tweet it out. Und sonst ist es nicht passiert. Such den Hundefilter raus, gleich wird hier kassiert. Ich bin euch mit meinen Headphones. Die Stimmen bleiben laut. Was ist, wenn ich einfach aufbleib? Wer bin ich dann überhaupt? Was bedeutet etwas, wenn mir niemand zusieht und es deutet? Und der spielt einfach nur Videospiele online und das war's? Das kann ich auch. Als ob, für dich sind sogar Offline-Brettspiele zu kompliziert. Von wegen, ich bin COD-Meister. Aber dir würden nicht 1 Million Menschen dabei zusehen wollen, Doug. 1 Million? Ja, Sabrine, das habe ich gerade gesagt. Wow. Und was zockt dieser allglatte Lelek so? Zelda, Ocarina auf Schleim? Was weiß ich denn? Oh, lädt YouTube bei dir etwa auch so lahmarschig wegen dem scheiß Netz hier? Nein, wir haben eine 2000er DSL-Leitung. Aber als würde ich mir so eine langweilige Let's Play-Scheiße geben. Ich folge ihm nur auf Instagram, weil er so hot ist. Und meine Leggy-Fanpage für ihn hat schon 20 Likes. Was findet sie nur an dem? Ich weiß nicht, Mann. In so einem Magazin meiner Mom war ein Artikel, verhindern, dass ihr Kind YouTuber wird und in den Online-Sumpf aus Geldklicks und Rock'n'Roll abrutscht. Moment, ihr könnt euch Magazine leisten? Nein, hat sie vom Friseur geklaut. Okay, Moment, ihr könnt euch einen Friseur leisten? Nein, sie klaut nur die Magazine da. Worauf ich hinaus wollte, er hat einen Job. Das strahlt aus, dass er eine Familie versorgen könnte. Das geil zu finden, ist ein Urinstinkt bei Mädchen. Habe ich gelesen. Also wenn er Games zockt, wird sein Sperma attraktiver und wenn ich's mach, bin ich nur ein stinkender Loser? Der Gestank kommt vom Nicht-Duschen. Die haben das Wasser abgestellt. Sowas geht? Oh, liebe Kinder, wie laufen denn die Vorbereitungen für Freitag, Angel? Alles wird perfekt sein, Frau Gunhilde. Liebe reizend, dann komme ich gleich zur großen Überraschung. Wir haben eine neue Schülerin. War das jetzt so richtig mit ihrem Stichwort? Das ist Lana. Sie kommt aus einem anderen Land. Afrika. Was? Ich bin hier geboren. Nein. Doch. Moment, ich hab's hier doch stehen. Sie kommt von weit her. Ich hab vorher in der Stadt gewohnt. Sie verkauft bestimmt Drogen. Meine Ma hat gesagt, in der Stadt hat jeder eine Knarre. Wurde sie gründlich durchsucht, Frau Gunhilde? In was für einem Kuhkauf bin ich hier gelandet? Hi, ich bin Lana. Nein, auf meinem Kopf ist kein Schaf explodiert, das ihr streicheln dürft. Und ich bin auch kein hungerndes Kind aus Afrika. Ich brauche eure Chicken Wings und Wassermelonen nicht. Hä? Was für eine Wassermelone? Ich geb dir doch nichts von meinen Chicken Wings. Die vom Center sind viel zu lecker. Leute, das ist dieser hochnäsige Großstadthumor. Ha, 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 ha. Ich mach Witze, die ihr nicht versteht, weil ihr so dumm seid. Was? Nein, ich... Angel, sei nett zu der Neuen. Nur weil sie anders ist, müsst ihr sie nicht anders behandeln, denn sie ist immer noch ein Mensch. Nicht wahr, Liebes? What the fuck? Um dich besser einzugewöhnen, solltest du dich an der Vorbereitung unseres spukigen Lasernacht beteiligen. Nein, sollte sie nicht. Seht ihr, ihr werdet euch prima verstehen, ihr kleinen Freundinnen. Und dass du dich hier gleich wohlfühlst, hat der Hausmeister keine Mühen gescheitert, dir einen neuen Sitzplatz besorgt. Da! Wunderbar.
Eine Reichweite von 1 Million auf YouTube? Ich habe gerade mal die Reichweite von einem Häuserblock, wenn ich Zeitungen austrage. Und dafür gibt's nur einen Fünfer. Wie soll ich da mit diesem Leggy mithalten können? Na klar, Leggy verfolgt mich sogar bis ins letzte Loch des Landes. Aber das heißt, es gibt hier wenigstens einen Funken modernen Lebens. Kam das von dir? Sorry, mein Soundboard, alte Gewohnheit. Sie ist einfach so unglaublich schön. Mein Herz wird nie wieder glücklich, wenn ich sie nicht für mich gewinne. Oh, guter Tweet. Schon wieder ein Post, ohne ihren Namen zu nennen, bei dem trotzdem jeder weiß, dass du sie meinst? Nur Leute, die mich wirklich kennen. Also nur Durstein. Guck, da ist die Neue. Angel, stimmt's? Du leitest die Vorbereitungen für die Spuklesenacht? Und? Nichts und. Ich find cool, dass du planen und organisieren magst, weil... Bitch, ich bin ein Mysterium für dich. Du hast keine Ahnung, was ich mag. Angel! Deine Leggy-Fanpage hat schon 2 neue Follower. Halt die Schnauze, Sabrina! Oh, ein Legolas-Fan, Moment, du kennst ihn auch? Wow! Ja, YouTube war in meiner alten Schule das Ding. Und, oh, witzige Story, ich habe ihn sogar mal getroffen. Okay. Kennt ihr Fanfictions? Nee, was ist das? Das sind perverse Geschichten. Geschrieben von ekelhaften Freaks, die alles zwangsverhomosexualisieren, weil man sie tothaten würde, wenn sie sich selbst mit ihren Lieblingscharakteren oder YouTubern shippen würden. Shippen heißt sich vorstellen, 2 Personen sexen rum, stimmt's? Lösch dich einfach, Sabrina. Naja, das Thema Fanfiction ist schon etwas komplexer als... Ach komm, 50 Shades of Grey war zuerst eine Twilight-Fanfiction. Muss ich mehr dazu sagen? Good point, aber... Wer so eine Scheiße schreibt oder auch nur liest, ist an Armseligkeit nicht zu übertreffen. Fakt. So, was wolltest du uns gerade erzählen, Lana? Irgendwas mit Leggy und, Fanfictions, oder? Ach, nichts. Schon in Ordnung. Was ist also der Plan für die Lesenacht? Oh, wir brauchen noch jemanden, der sich als Mumie verkleidet. Da hast du das Gesicht für. Hast du das gehört? Ja, ziemlich mieser Diss, der impliziert, die Neue habe eine üble Visage, die mit Bandagen verhüllt werden müsse. Nein, Mann, nicht das. Das mit der Schule. In der Stadt sind alle verrückt nach YouTubern. Außerdem sind sie unglaublich reich und... Stein, mein Freund. Bist du dir sicher? Ich werde der größte YouTuber aller Zeiten. Und sobald ich 1 Million Abonnenten habe, wird sich Angel in mich verlieben. Und mit meinem Ruhm und Reichtum kann ich mich und meinen Mann dann endlich aus diesem Kaff hier befreien. Dich nehme ich natürlich mit. Also, was sagst du? Das klingt nett, deiner Mom helfen und so, aber... Was? Ihr seid so arm, ihr habt nicht mal Internet. Verdammten Besitzlosen! Stimmt, sorry, Doug. Unsere Armut sollte dir nicht den Tag versauen. Entschuldigung. Das ist genau der Grund, warum ich die Kohle brauche. Ja, aber ohne Internet kein YouTube, oder? Oh, stimmt. Können wir nicht zu dir? Was? Nein, Mann! Du weißt... Wir gehen nie zu dir! Mein Dad schlägt Kinder! Was? Mich nicht, nur Fremde. Ich dachte, dein Vater ist letzte Woche gestorben und deine Mom so traurig, dass wir deshalb nicht zu dir können. Er ist auferstanden und schlägt jetzt wie wild Kinder. Oh, okay. Aber ich hab da letztens was gelesen. Mom? Sicher, dass sie zu Hause ist? Mama! Ich meine, so groß ist die Wohnung nicht. Das ist wie in einem leeren Schuhkarton einen Schuh suchen. Mom! Scheiße! Ist das dein Sohn? Timmy Stein! Na, ihr zwei? Na, wir können endlich wieder duschen. Der nette Herr hat ein paar Schrauben gedreht und ein Rohr verlegt. Danke, Sir. Das ist ja wunderbar. Bezahlt nicht das Amt die Wohnung und somit auch die Wasserversorgung? Naja, Mom hat mit dem Herrn vom Amt gesprochen und seitdem kriegen wir die Nebenkosten bar ausgezahlt. Gesprochen. Ist das legal? Naja. Mama sagt immer, dass der Staat kein Zigarettengeld zahlt, ist wie Waisenkinder verhungern zu lassen. Daher muss man sich selbst helfen. So ein kluger Junge. Darum muss man sich gut stellen mit Lehrern, Amtsleuten, Vermietern und Klempnern auch, stimmt's? Was?
Oh, ein Notfall? Herr Klempner ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Wieso sollten hier Kunden von mir anrufen? Außerdem ist das Ding nicht mal angeschlossen und dann... So, jetzt ist er weg. Das ist der Wandschrank. Ich nehme alles zurück. Es gibt hier tatsächlich mehr Platz, als ich dachte. So. Mom, Stein hat gesagt, der Staat gibt uns gratis Internet. Wegen dem Recht auf Information und Bildung. Wegen dem Recht auf Information und Bildung, nämlich. Gratis Internet? Gabi vom Presseshop meinte, da gibt es billige Stimulation. Ja. Und es wäre eine gute Möglichkeit, Gerald vom Amt zu besuchen. Und, oh, schicken die dann nicht Telekom-Mitarbeiter zur Schaltung der Leitung? Und, Jungs, wir brauchen Internet! Ja! Vielleicht für den Weg. Fuck! Verfickte Scheiße! Timmy? Wie kann man nur so dumm sein? Timmy? Fick dich, Steve Jobs! Im Grab! Fick dich im Grab! Was ist los, Timmy? Das ist eine Kartoffel und kein Apple! Und? Ich hab einen Nokia 5110. Die Kamera, Mann! Mit der Quali brauche ich doch gar nicht erst anfangen! Oh. Toll. Alles ist im Arsch. Ich werde mir nie ein neues Handy oder eine Kamera leisten können. Timmy, hey, komm schon. Bruder, hey! Hey! Okay. Was okay? Du bist mein bester und einziger Freund, seitdem ich hergezogen bin. Du hast immer zu mir gestanden, wenn ich in der Schule gemobbt wurde. Was nur dazu geführt hat, dass wir beide gemobbt wurden. Wobei, du wurdest vorher auch schon gemobbt. Vielleicht werde ich auch nur gemobbt, weil ich mit dir befreundet bin. Soll mich das aufbauen? Oh, sorry. Was ich sagen will, ich kann dir helfen. Wirklich? Aber wie? Dazu führe ich dich an einen Ort, an dem noch keiner vor dir war. Das ist dein Haus? Naja, von meinen Eltern. Aber ja, hier wohne ich. Es ist... Irgendwie... Lea, hat deine Mom in Trauer um deinen Dad alles verkauft? Aber wieso klaut deine Mom dann Magazine beim Friseur? Ich meine, ein bisschen Geld müsste das doch gebracht haben. Naja... Stein, ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr gar nicht so arm seid, wie du immer sagst. Ja, mein Dad ist Milliardär, aber wir haben trotzdem nichts. Ja, Stein. Ich weiß, manchmal denkst du dir das ein oder andere aus, aber das klingt schon ziemlich schwachsinnig, ne? Nein, Mann, ehrlich. Mein Dad gehört eine eigene Modekette. Wir sind früher in Geld geschwommen, aber... Aber irgendwann habe ich erkannt, dass jeder Besitz überflüssig ist. Wo man noch hintrat, klebte einem Blattgold unter den Schuhen. Überall Kaviarflecken auf den Kleidern. Und wo man sich auch hindrehte, riss man kostbare Vasen von ihren Ständern. Wird er mich gleich verkloppen? Nein. Doch dann entdeckte ich das Leben der normalen Bürger. Minimalismus, alte Technik, Tante-Emma-Läden, verstopfte Toiletten. Was ein Abenteuer. Ja, traumhaftes Abenteuer, nicht? Also befreiten wir uns von all den unnötigen Luxusgütern, die uns gefangen hielten. Nicht wahr, Stein? Ja, Dad. Und jeder muss seinen Teil dazu beisteuern. Wie auch immer, Timmy und ich gehen in mein Zimmer. Okay, lass die Schuhe ruhig an, dann kann ich hier gleich mobben. Das macht man doch so, oder Timmy? Mit einem Wischmob? Sie meinen Wischen? Ja! Keine Ahnung. Ja? Traumhaft! Das hier hat Dads Inquisition überlebt. Wow! Wie hast du das vor ihm verstecken können? Naja, du weißt, ich bin ganz gut darin, die Wahrheit so zu verdrehen, dass sie vielleicht anders erscheint, als sie tatsächlich... Du lügst gut. Ja. Boah, weißt du denn, wie man mit so einem Teil umgeht? Schon. Ich sehe die Welt gern durch die Kamera, weil ich hasse es zu reden. Mit anderen, nicht mit dir. Und durch die Linse sehen sie, wie ich Sachen sehe, ohne dass ich sagen muss, wie ich sie sehe. Ich meine, ich zeige es niemandem, aber... Hey! Wow! Die hast du gemacht? Dein Vater sollte stolz sein! Er findet, Künstler sind zu extravagant. Und du kennst die Idioten um Angel aus der A-Klasse. Die suchen doch nur nach Dingen, die anders an dir sind, um dich fertig zu machen. Stein,
Willst du mein Partner sein? Was? Ich dachte Angel. Mein YouTube-Partner. Oh. Das wäre die Möglichkeit, wie wir es gemeinsam allen anderen zeigen könnten. Timmy, ich bin dein Mann. Also, ja, nicht Mann im Sinne von Ehemann, dafür wir sind ja auch noch viel zu jung. Wäre das überhaupt legal? Momentan schon. Also, bis die Rechten wieder mehr Macht kriegen. Oh. YouTube? YouTube. Aber wie fangen wir an? Na, indem wir das machen, was jeder macht. Trendsurfen! Keiner will unsere Videos sehen. Nur zwei Views. Einer von uns und einer von meiner Mom. Mit Kommentar. Das war scheiße, der Daumen runter ist von mir. Danke, Mom! Kein Wunder. Guck, sogar YouTube selbst schaltet Trendvideo-Starter-Kit-Werbung. Trendsetten ist out. Werde ein Trendsurfer. Mit einem Eimer voll Lava und dem 1000-Grad-Messer. Nur ein Knopfdruck und es leuchtet rot. Piu, piu. Ideal für ideenlose, faule Newcomer, die uninspirierte Hirnlos-Kacke produzieren wollen. Und ist euch das peinlich? Könnt ihr immer noch behaupten, es sei nur eine Parodie? Wow! Timmy, ich sag es nicht gern, aber ich glaube, wir brauchen Expertenhilfe. Expertenhilfe? Wo willst du hier einen YouTube-Experten auftreiben? 3, 2, 1. Oh nein, nein, nicht die neue. Wenn Angel das rausfindet, bringt sie mich um. Was bedeutet etwas, wenn mir niemand zusieht und es